Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin auf dem Weg ins Nordwestzentrum. Eigentlich wollte ich nur ins MTZ meine Brille abgeben, weil mir ist ja der Bügel gebrochen und ich muss die dringend abgeben. Aber jetzt habe ich gedacht, ich fahre doch noch mal schnell zu Primark, weil ich brauche Mützen. Ich vermisse nämlich meine grüne Lieblingsmütze. Und jetzt ist mir auch eingefallen, dass meine Winterjacke, die ich mir letztes Jahr noch gekauft habe, ja rot ist. Und dazu habe ich keine Mütze, denn ich habe alle meine alten Mützen aussortiert. Und Primark hat da immer relativ gute, schöne und günstige Mützen. Und deswegen habe ich gedacht, fährst du noch mal hin. Leider muss ich dann trotzdem ins MTZ, weil es gibt im Nordwestzentrum, glaube ich, keinen Vielmann. Es gibt in jedem Zentrum immer irgendwas, wo man hin möchte, aber irgendwas fehlt auch. Im Nordwestzentrum gibt es zum Beispiel, glaube ich, den Vielmann nicht und kein Zara. Die gibt es dann wiederum im Nordwestzentrum, aber da gibt es natürlich keinen Primark oder kein TK Maxx. Ja. Und im Skyline Plaza weiß ich es gar nicht. Da gibt es einen Zara, Vielmann weiß ich nicht, aber natürlich keinen Primark oder TK Maxx. Also ist es immer eine Hin- und Herfahrerei. Oh, Leute, und schaut mal. Ich habe mal blauer Himmel, leuchtendes Laub. Schön. Richtig, richtig schön. Ja, es ist Herbst. So schön. So. Eigentlich habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich wollte heute gar nicht so viel unterwegs sein. Aber es sind die letzten Sonnenstrahlen. Ach, er soll sich's bewölken. Und die nächsten Tage soll es ja wirklich nicht schön sein. Deswegen, deswegen nutzt man einfach die Zeit jetzt noch aus und geht einfach mal nach draußen. Vielleicht gehe ich mit meiner Tochter nachher in den Zoo. Ich weiß es noch nicht. Es kommt darauf an, wie das Wetter sich entwickelt. Wenn es schön bleibt, würde ich gerne. Ich weiß aber nicht, wenn es sich bewölkt. Mal gucken. Entscheide ich dann. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass ich Mützen brauche. Jetzt habe ich mich nämlich geärgert, weil neulich war ich bei Primark und habe mir nichts mitgenommen, obwohl die Mütze echt schön war. Aber jetzt muss ich doch mal gucken. Und Primark hat ja für 4, 5, 6 Euro Mützen. Und wenn ich das Ähnliches bei Amazon suche oder so, muss ich jedes Mal 14, 15, 16 Euro bezahlen. Und ich liebe ja Mützen. Aber ich habe jetzt eigentlich keine Lust, mir da super teure Mützen zu kaufen. Deswegen gehe ich mal zu Primark, weil ich brauche welche. Und heute sieht man noch mal so schön die Herbstfarben. Leider sagt der Wetterbericht für die nächsten Tage Regen an. Regen, 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 Regen. Ich habe endlich meine Winterjacken wieder gefunden. Ich bin ja happy. Beziehungsweise das ist eher eine Übergangsjacke. Aber auch meine Winterjacke habe ich gefunden. Ich habe die nämlich gesucht und ich habe gedacht, wo sind die denn? Und jetzt habe ich neulich das Space Bag aufgemacht und meine Winterkissen rausgeholt. Und da waren meine Winterjacken. Ja. So. Das ist immer schön bei uns, weil hier sind überall Spiegel, wenn man rausfahren möchte, damit man überhaupt was sieht. Aber man beheizt ja diese Spiegel nicht und deswegen, ja, sieht man ja nichts, wenn es so ein Wetter ist. Ja. Dann habe ich neulich bei TK Maxx eine wunderschöne Jacke gesehen. Eine Winterjacke, die war so schön. Die hätte ich am liebsten gekauft. Die war auch tailliert, saß perfekt, ging so knapp bis über den Po und hatte innen noch so eine Weste zum Schließen mit einem hohen Schurwollekragen, dass man hier immer schön warm ist, auch wenn man die Jacke oben mal ein bisschen offen stehen lässt, wenn es jetzt mal sonnig ist oder nicht ganz so kalt ist. Und wunderschön, die war richtig warm, richtig, richtig warm. Also es war eine ganz tolle Jacke, richtig schön. Hat aber 89 Euro gekostet und war halt schneeweiß. Nicht cremeweiß, nicht beige, reines arktisches Schneeweiß. Hammerjacke, wirklich wunderschön. Aber und das an den Taschen und am Kragen hier oben und in der Kapuze war sie mit schwarz, also mit schwarzem Fell und schwarze Schurwolle. Super schön, also richtig, richtig schön. Eine wunderschöne Jacke. Also ich habe mich total verliebt, aber ja, komm, fahr. Na komm, 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 ich muss mich einstellen. Reißverschluss. Danke. Die war wunderschön. Also die war wirklich wunderschön. Ich habe mich so verliebt in diese Jacke und die saß auch so perfekt. Aber ich habe mir dann gesagt, 89 Euro. Was für eine gute Winterjacke. Natürlich vom Preis her echt in Ordnung ist. Das muss man schon zahlen wollen für eine gute Winterjacke, finde ich. Eine richtig dicke. Geht auch immer mal günstiger, aber ich finde 100 Euro muss man schon bereit sein auszugeben. Ob man will oder nicht. Aber
Ich habe mir halt angesagt, schneeweiß. Mit dem Kind. Oder auf dem Weihnachtsmarkt, wenn du dann Baguette mit dir rumträgst oder mit dem Glühwein da rumrennst und dann eine schneeweiße Jacke. Nee. Aber schade, die war echt schön. Aber ich habe mir dann echt gesagt, nee, 90 Euro. Und du hast letztes Jahr eine Winterjacke gekauft und schneeweiß. Nee. Nein, machst du nicht. Ja. Aber ich hatte gerne. Ich hatte gerne, die war wunderschön. Juhu. Ich liebe das, wenn man auf einer Autobahn auffährt, wo stockender Verkehr ist, Morgenverkehr. Und du weißt, du musst eigentlich nur 50 Meter fahren und dann kommt deine Abfahrt. Und dafür brauchst du dann 20 Minuten. Ja, Reisebus, du musst jetzt auch noch da rein und LKWs müssen auch überholen, das ist ja auch ganz wichtig. Ich habe ja eh ein gestörtes Verhältnis zu LKWs. Seit dem Unfall in der Schwangerschaft habe ich ja zu LKWs ein ganz gestörtes Verhältnis. Ja, nein, es könnte schlimmer sein, aber ich mag es immer. Ja. Und dann werde ich bei Primark auch nochmal nach Handschuhen gucken, nach diesen Halbfinger-Handschuhen hier, weil ich da trotzdem mit meiner Tochter alles greifen kann, alles machen kann, aber wenigstens an den Fingerknöcheln ein bisschen geschützt bin und zwischen den Fingern, wo ich so Probleme habe. Es ist nur so blöd. Ich fand die eigentlich immer schön weich und absolut ausreichend, aber jetzt habe ich im Zoo gemerkt am Sonntag, dass die ganz extrem fusseln. Die eine Jacke und der Griff vom Kinderwagen waren total voller Flusen. Das finde ich nicht so schön. Muss ich mal gucken. Die sind jetzt so ein ganz zartes Babyrosa. Finde ich ganz nett, aber passt jetzt nicht unbedingt zu meiner Tarnjacke hier. Muss ich mal gucken, ob ich was anderes finde. Gleich mit den Mützen abstimmen. Ja, na, wieder hell. Da seht ihr mal den Fernsehturm. Da die Sonne. So schön. Da fahre ich nochmal für euch unten drunter durch. Da sind wir. Und guck mal. So schön heute wieder. So. Randale. Was ist denn da los? Da wird auch gebaut. Oh, okay. Überall wird gebaut, selbst hier. Oh. Überall Baustellen. Schon wieder was im Körbchen gelandet. Mal gucken, ob ich es mitnehme. Weiß noch nicht so genau. Jetzt gucke ich erstmal nach Handschuhen und nach Mützen. Oh, Weihnachtspulli. Ich möchte gerne, aber nein. Aber wann würde man die nutzen? Aber cool, gell? Na? Das Rentiergeweih war gestern. Heute trägt man Tannenbaum auf dem Kopf. Irgendwie sieht er ja cool aus, ne?
Ich habe nicht nur eine Mütze gekauft. Ich habe hier doch etwas mehr in meiner Tüte. Aber naja. Aber ich habe nichts irgendwie Weihnachtspullover-mäßiges gekauft. Da habe ich mich dieses Jahr echt beherrscht, weil ich finde sie immer cool. Aber die liegen ja eigentlich nur im Schrank. Aber, schau mal. Ich habe auch noch was bei TK Maxx gefunden. Allerdings ist es nur eine ganz, 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 ganz kleine Kleinigkeit. Aber habe ich schon länger gesucht und ja, nach sowas in der Art habe ich schon länger gesucht und habe mich jetzt endlich für eins entschieden, weil ich es gebraucht habe. So, jetzt geht's gleich durch schnell ins MTZ. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich muss Richtung Wiesbaden. Ja, richtig, okay. Ich und meine Ortskenntnis, ne? Die Strecken, die ich immer fahre, sind gar kein Thema, aber wenn ich dann mal woanders hin muss. Aber das stimmt soweit. Oh, Wiesbaden ist richtig. Ich bin ja froh, dass ich jetzt wieder hier fahren kann. Gestern waren die noch gesperrt, die Abfahrt. Aber mittlerweile haben sie wieder frei. Sehr gut. Sehr gut. So wollen wir das haben. So, da sind wir. Dann beeile ich mich mal. Ich gehe jetzt zuallererst zu Vielmann, weil das ist wichtig, dass ich die Brille abgebe. Bin mal gespannt, was sie sagen, wie lange sie mir die Brille diesmal abnehmen. Echt. Naja, mal gucken. Dann muss ich noch zu DM, aber wirklich nur wegen einer Sache. Und zu Depot wollte ich gucken, aber auch wegen einer einzigen Sache. Da will ich jetzt auch gar nichts anderes kaufen, mir keine andere tolle Deko anschauen. Ich will wirklich nur eine einzige Sache gucken. Jo. Schauen wir mal. Aber bei Fiemann bin ich echt gespannt. Ich bringe jetzt innerhalb kürzester Zeit zum dritten Mal die Brille weg. Und jedes Mal müssen sie einschicken. Also diesmal werde ich sagen, sie sollen sie mal durchchecken, wenn sie sie schon da haben. Weil das geht ja nicht. Ich habe momentan keine Ersatzbrille. Weil meine Brille eben zwischen 400 und 500 Euro kosten. Und ja. Ich weiß auf jeden Fall, meine nächste Brille wird ein Horngestell. Ah, guck mal. Da wird schon die Weihnachtsdeko hingehängt. So sieht das übrigens aus. Ich kann ihn hier so draufschieben, den Bügel. Tja, jetzt warte ich. Mal sehen, wie lange ich warte. Ich hoffe, ich warte jetzt nicht wieder ewig, damit man mir sagt, ah, da können wir nichts machen hier, das müssen sie einschicken. So, ich bekomme ein neues Gestell. Angeblich ist schon beim letzten Mal das Gestell ausgetauscht worden, aber jetzt ist wohl die Federung kaputt. Also neues Gestell. Heißt, ich kann die Brille mitnehmen, will dann mit Tesa kleben, die sagen mir Bescheid und dann muss ich sie 4 Stunden abgeben. Das geht ja noch. Ja. Cool, erledigt. So, DM. Der Milka Store. Da möchte ich rein. So, ich war noch kurz bei Zara, weil ich wollte mir einen Pulli anschauen. Der hat mich die ganze Zeit schon interessiert. Also ein Sweatshirt, aber angezogen. Nee, das sah nicht gut aus. Das sah ganz komisch aus, deswegen nein.
wieder Geld gespart. Genug ausgegeben heute. Bei TK Maxx habe ich nur eine Kleinigkeit mitgenommen, aber bei Primark war es doch mehr als gedacht. Gar nicht mal so viel, aber hat sich natürlich hochsummiert und ja, bei DM, das war jetzt auch nicht günstig und jetzt noch Depot, mal sehen, ob ich was finde. Wenn ja, wird es auch nicht günstig. Ich nehme mich an, ist es ja nie. Geld ausgegeben, auch bei Depot. Zwar nur für drei Sachen, aber kostet. Aber gut, ich gucke natürlich auch mal vorher noch bei Amazon und auch mal bei eBay, aber das liegt preislich echt alles nah beieinander, deswegen habe ich es mir jetzt bei Depot mitgenommen. Ja. Aber Gott sei Dank kann ich das ganzjährig nutzen. Das ist jetzt nicht nur Weihnachten. Von daher passt es. So, und jetzt geht's nach Hause. Mein Sport für heute, Treppen. Überlege ich gerade, ob ich jetzt Möhren kaufen soll oder nicht. Gehen wir in den Zoo oder nicht? Ich weiß es nicht. Es ist jetzt wolkiger als vorhin, aber ist halt noch mal trocken heute. Ne? Die nächsten Tage soll es nass werden, dann sind wir genug daheim. Ich überlege noch. So, ich bin wieder zu Hause und ich zeige euch gleich, was ich eingekauft habe. Es ist jetzt doch mehr geworden als die eine Mütze, die ich wollte. Ja, so viel dazu. bei Primark und TK Maxx ist es diese Tüte geworden. Und dann habe ich noch eine Tüte von Depot. Bei DM habe ich leider vergessen, was ich wollte. Das muss ich jetzt die Tage nochmal kaufen. Ich habe was anderes besorgt, aber nicht für mich. Aber was ich eigentlich gebraucht habe, habe ich leider vergessen. Das ist mir eingefallen, als ich daheim war und auf meinen Schminktisch geguckt habe, habe ich gemerkt, du hast deinen Silly Sponge vergessen. Meiner ist nämlich kaputt gegangen. Ja, den muss ich mir die Tage noch besorgen. Aber egal, es ist trotzdem genug geworden. Fangen wir mal an mit TK Maxx. Da habe ich mir ein Notizbuch gekauft, und zwar dieses hier. Hier sind die Seiten schön versilbert, da steht Paris drauf. Ist auch relativ dick und hat drinnen einfach nur ganz normale Linien. Es ist einfach so, dass ich ein neues Buch für meine Duftbeschreibungen gebraucht habe, weil meins ist mir verloren gegangen. Ich weiß nicht, wo das ist, aber das war auch so ein ganz altes. Ist nicht schlimm, wenn es weg ist. Und das war jetzt noch das Schönste, was sie hatten. Mir haben die anderen alle nicht gefallen oder die hatten so komische weiche Umschläge, die dann immer sofort zerkratzt waren und zermackt waren. Und ich fand das eigentlich relativ schön. Auch die silbernen Seiten sind ganz nett. Es hat zwar ziemlich große Zeilenabstände, also größer als ich es gewollt hätte, aber dafür ist es relativ dick und hat jetzt 5,99 Euro gekostet. Und da habe ich gesagt, bevor ich jetzt noch ewig weitersuche und online gucke bei allen möglichen Seiten, nehme ich mir das einfach mit. Und da schreibe ich jetzt auch schon meine Duftbeschreibungen rein. Da werde ich jetzt heute noch die letzten Tage nachtragen und ab jetzt ist das mein Duftbuch.
Und dann habe ich mir noch ein paar Notizbücher mitgenommen. Es war so ein Dreierpack. Dieses hier. Da sind einfach drei so dünne Heftchen drin. Einmal in diesem Rosa, dann in so einem Grauton und in Mint. Ja, die haben auch 5,99 Euro gekostet. Und ich habe gedacht, vielleicht brauche ich demnächst ein paar Notizbücher. Ich war mir noch nicht ganz sicher, aber ich habe gedacht, 5,99 Euro ist okay. Und es sind auch so meine Farben. Und von daher habe ich mir die mitgenommen. Das war es auch bei TK Maxx. Mehr habe ich da gar nicht gemacht. Ich habe mir nichts beim Make-up mitgenommen, nichts in der Dekoabteilung. Obwohl die so schöne Weihnachtssachen haben, ne? Oh. Gott. Aber nein. Da ich noch nicht genau weiß, wie das nach dem Umbau ist und ich muss auch mal meine ganzen Weihnachtssachen erstmal durchgucken, habe ich es gelassen. Ja, also gehen wir mal zu Primark. Bei Primark habe ich mir einmal so eine Kette mitgenommen. Einfach so eine Strasskette. Die ist hier doppelt gelegt und wird hier unten dann so zusammengeführt. Die ist relativ lang. Und die habe ich einfach für ein bestimmtes Outfit gebraucht, beziehungsweise zu einem paar Ohrringen. Und normalerweise kaufe ich mir nicht so wirklich Schmuck bei Primark. Ich finde, der taugt nichts. Manchmal sieht er ganz schön aus, aber ich finde, es läuft einfach wahnsinnig schnell an. Und selbst wenn er wirklich billig ist, ja, meistens sind das keine Sachen, die ich nur einmal tragen möchte, sondern schon mehrfach. Und dafür lohnt sich es dann einfach nicht. Deswegen mache ich das eigentlich nicht. Aber die habe ich mir jetzt für 6 Euro mal mitgenommen, weil ich habe zwei Paar Ohrringe, wo ich die wirklich gut zu tragen könnte. Und ein Outfit, wo ich sowas gebraucht habe. Und für 6 Euro ist es in Ordnung. Dann habe ich mir so ein einfaches Kleid mitgenommen. So ein schwarzes. Es ist einfach sehr, sehr eng geschnitten, aber relativ dehnbar. Hat so ein bisschen ausgestellte Ärmelchen und einen leichten Rollkragen. Es ist aber relativ lang. Das geht so richtig schön bis über den Po, so zum Oberschenkel hin. Und ich habe sowas gesucht. Einfach mal sowas Schwarzes oder auch Beiges, Unifarbenes, Enges, was ich so unten drunter ziehen kann. Unter so Strickjacken oder unter Westen oder ja, zu einer Leggings einfach, was halt über den Popo geht, weil ich mag so Leggings nicht anziehen, wenn es den Po nicht bedeckt. Ich finde, das sieht nicht aus. Also mir persönlich gefällt das gar nicht. Deswegen, dafür ist das gedacht. Und das hat jetzt gekostet 13 Euro. Ich habe es in 36 mitgenommen. Ich denke, das wird passen, weil es ist relativ dehnbar. Größer gab es das auch nicht. Das gab es in 32. Haha, 34 und 36. Aber es soll sich ja nicht bis in die Unendlichkeit dehnen. Ich will ja schon, dass man noch ein bisschen schwarz sieht und nicht nur weiße Löcher vom Dehnen. Deswegen 36, aber ich denke, das sollte passen. Dann habe ich noch einen Pullover gesehen und den musste ich mitnehmen. Auch wenn ich es gar nicht wollte eigentlich, aber das ist dieser hier. In diesem Blau, der hat mir so, so gut gefallen. Der hat in L auch wirklich die optimale Länge. Schlackert aber nicht zu sehr, ist okay. Hat hier an den Bündchen diese Schleife, finde ich auch ganz schön. Und wird eben einfach so entweder total off-shoulder getragen oder so auf einer Seite. Hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten geht er einfach gerade runter, vorne wie hinten gleich. Und der hat jetzt gekostet 16 Euro. Aber ich mag einfach dieses Blau so gerne und ich habe auch Schmuck, der dazu passt. Und dann suche ich immer mal nach Pullovern, nicht nur in Weiß oder Schwarz, wo ich den Schmuck zu tragen kann, sondern wo ich auch tatsächlich mal was Buntes anhabe. Und ja, deswegen musste der einfach mit. Ja, dann habe ich mir noch so einen Cardigan mitgenommen und zwar einfach diesen hier in diesem Grau. Mal gucken, wie ich den jetzt hier in die Kamera halte. So sieht der aus. Moment. Ja, der sieht einfach so aus. Hinten ist er grau, von innen ist er weiß mit grau abgesetzt, genau umgekehrt wie außen. Und den fand ich richtig schön. Der ist vorne auch offen zu tragen, fällt ein bisschen weiter. Die Ärmel laufen auch nicht irgendwie geschlossen zu, sondern sind gerade geschnitten. Und den fand ich richtig schön und der ist super, super weich und vor allem fusselt der halt auch nicht. Die hatten verschiedene davon und auch einen mit so einem leicht fliedergrauen Touch, fand ich total schön, die Farbe, aber der war so fusselig und als ich ihn anhatte, ging's und der war super weich, aber ich habe gedacht, wenn ich da jetzt eine Leggings anhätte, eine schwarze, absoluter Flusenfänger und da habe ich dann gedacht, nee, das bringt nichts, da hast du keine Freude dran, aber den fand ich richtig toll und den habe ich jetzt auch in XS mitgenommen, damit er nicht zu weit an mir runterhängt. Und das habe ich jetzt schon öfter gesehen beim Reinlaufen und hat mir jedes Mal so gut gefallen. Deswegen habe ich ihn diesmal jetzt einfach eingepackt. Und der hat gekostet 19 Euro. Ja, und dann der Grund, warum ich eigentlich hingegangen bin. Ich habe mir eine Mütze gekauft und zwar diese hier. Ja, die wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich was nicht mit so einem bunten Puschel, sondern was relativ Neutrales. Aber ich habe halt was gebraucht in diesem Rot.
Das ist nämlich die Farbe, die meine aktuelle Winterjacke hat. Und ich hätte auch so eine graue mit Perlen nehmen können. Die war auch sehr schön. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, deine Winterjacke ist in diesem Bordeaux-Rot und es wird schöner aussehen, wenn alles zusammenpasst. Und da hatten sie halt nur die. Die finde ich aber jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. So sieht sie aus, wenn ich sie aufhabe. Jetzt habe ich hier diesen Bommel da oben, aber ja, Bommelmütze. Die ist relativ eng, aber sie passt und die kann mir wenigstens nicht verrutschen. Und wenn es windig ist, geht da auch wirklich nichts durch. Und das ist mir ja am wichtigsten. Und jetzt habe ich halt diesen Puschel da oben. Ja, wie gesagt, die passt halt gut zu meiner Winterjacke und deswegen habe ich sie mir mitgenommen. Ja, was hat die denn gekostet? Und die hat mich gerade mal 4 Euro gekostet. Da kann man jetzt nicht meckern und ist okay. Dazu passend habe ich mir dann auch noch Handschuhe mitgenommen, dass ich da auch mal wieder welche habe, weil meine sind schon ziemlich zerfleddert und die fand ich richtig schön. Die haben 5 Euro gekostet und ich habe sie in ML genommen, weil in S waren die echt klein. Und ja, fand ich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön, passen auch gut zu meiner Mütze und zu meiner Winterjacke und von daher, ja, mussten die natürlich auch noch mit. Ja, und weil ich keinen Schal hatte, der dazu passt, habe ich mir jetzt noch diesen Loop-Schal hier mitgenommen. Einfach in so dünner Baumwolle. Fand ich sehr gut, weil die hatten auch dickere Strickschals und die waren super schön. Und ich finde die auch toll und kaufe mir die auch immer wieder. Aber ehrlich gesagt, mir wird das schnell zu warm. Mir ist das dann hier am Hals einfach viel zu warm. Und deswegen habe ich mir jetzt lieber den hier mitgenommen, in dieser dünneren Baumwolle. Selbst wenn es kalt ist, wird mir der doppelt und dreifach reichen, weil ich habe meine Haarbüschel, dann die Jacken bis oben hin, teilweise auch noch Rollis und so ein dicker Strickschal. So schön sie auch sind, ist mir meistens echt zu viel. Ja, daher musste der mit und Moment, der hat gekostet 4 Euro. Ja, für 4 Euro. Und zum Schluss habe ich mir noch so ein 12er Pack Haargummis eingepackt, einfach diese hier. Hauptsächlich eigentlich wegen denen hier, weil die so ein bisschen in Richtung meiner Haarfarbe gehen und dann sieht man die nicht so gut, weil bei mir sieht man schwarz, man sieht weiß und ich dachte mal, diese braunen und diese wirklich orangebraunen, die passen ganz gut bei mir und die haben jetzt 1,50 Euro gekostet. Ja, das war's bei Primark. Reicht auch, ne? Dann war ich noch bei Depot. Da wollte ich nach einer bestimmten Sache gucken und habe es mir natürlich auch eingepackt. Ansonsten habe ich mich beherrscht. Ich hatte schon ein paar Sachen im Korb, aber ich habe sie wieder rausgetan und habe gesagt, nee, jetzt kaufst du erstmal gar nichts. Du guckst jetzt erstmal, wie es am Ende aussieht und dann schaust du, was du brauchst. Ja, auch von Weihnachtsschmuck her, weil ich im Moment gar nicht mehr so sicher bin, außer weiß, was ich an Weihnachtsschmuck habe. Ich habe mal Mint gehabt und jetzt bin ich eher so in die braunen Richtung gegangen, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich da schon habe. Deswegen habe ich mich da mal beherrscht. Was ich mir allerdings mitgenommen habe, ist dieser Dekoteller hier. Der hat jetzt 40 cm Durchmesser und hat 19,99 Euro gekostet. Ich habe natürlich auch bei Amazon geguckt und bei eBay, als ich im Laden war, aber die Preise halten sich relativ die Waage. Also viel billiger wird es nicht. Vielleicht mal 14,99 €. Aber ich habe gedacht, so kann ich ihn mir wenigstens anschauen. Habe ihn mal in der Hand gehabt. Der hat diese Füßchen unten dran. Ja, ist in Ordnung. Wegen 5 Euro Ruffe darunter mache ich da jetzt kein Fass auf. Und die hatten natürlich auch tolle Schalen in so, ja, in so einer glänzenden Optik. Jetzt so ein bisschen so eine Mischung zwischen Gold und Silber. Wirklich Gold, Schwarz, also richtig schön. Und ich habe echt überlegt, ne? Aber ich habe mich jetzt für den entschieden, weil das sind halt auch so große Teile, wo ich jetzt nicht 6 Stück von haben möchte, auch für den Preis einfach nicht. Und eigentlich hat mir die Holzoptik auch am besten gefallen und er ist halt neutral. Der geht im Herbst, der geht im Sommer, wenn man maritime Deko drauf macht oder Moos oder einfach so ein bisschen Frühlingsdeko passt der gut. Und der geht auch für Herbst, Winter und deswegen habe ich mich für den entschieden. Und passend dazu gab es die Felle zum Drauflegen, nämlich diese runden hier. Die gab es in 2 Farben. Ich habe einmal beige und einmal diesen Braunton mitgenommen. Es gab auch kürzere Felle, also diese richtigen kurzen Flocati-Felle, so richtig so Schafsfelloptik. Aber ich fand, das sah nicht so gut aus. Ich fand, dieses fluffige hier hat schöner ausgesehen, wenn das so richtig über den Tellerrand drüber hängt. Sieht dann so aus. Und das fand ich viel, viel schöner als diese kurzen Felle, weil die lagen dann wirklich hier so eingepasst drinnen. Aber irgendwie sah das so ein bisschen dekoriert künstlich aus. Schwer zu, weiß, ihr wisst, was ich meine. Also das hat einfach nicht so gewirkt. Aber mit diesen langen Puschelfellen, muss ich sagen, sieht das richtig cool aus und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Da hat ein Fell 12,99 Euro gekostet. Ja, das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Aber ich finde es richtig, richtig schön und es passt auch gut bei uns, auch farblich und deswegen habe ich es jetzt mitgenommen. Aber ja, das war schmerzhaft. So. Das war's. Mehr habe ich nicht gekauft und ich finde, dafür, dass ich nur eine Mütze wollte, reicht das auch. Ja,
Ich werde jetzt gleich losgehen und meine Tochter von der Kita abholen, noch schnell was essen und dann werde ich meine Tochter abholen und wir werden zu Hause ein bisschen spielen. Ich wollte ja vielleicht in den Zoo, aber es zieht jetzt extrem zu draußen. Außerdem waren wir die letzten Tage immer unterwegs und ich glaube, es ist schön, wenn sie einfach mal wieder zu Hause spielt. Ja, dann war's das für heute. Ciao!